Daniel Horg, mein Name, bin Co-Gründer von Conda. Conda ist im Endeffekt eine Crowd-Investing-Plattform, das heißt bei uns kann jeder ab 100 Euro in innovative Startups, in innovative Unternehmen investieren. Wir finanzieren nicht nur Startups, sondern auch Unternehmen, die schon weiter im Markt stehen, die aber den nächsten Entwicklungsschritt und Ähnliches tun wollen. Wir brauchen dafür Geld und viele gescheite Menschen. Dann haben wir versucht, die um uns herum zu versammeln und haben dann auch unsere ersten Investoren gefunden. Also zum Beispiel ein Partner der TP Horvath, der Roland Reisch ist bei uns beteiligt. Widerstände gab es viele. Der eine Widerstand war schon mal der, dass wir was ganz Neues gemacht haben und wir ja in Österreich das Kammersystem hatten und uns keiner sagen könnte, zu welchen Fachgruppen wir dazugehören. Immer wieder das Thema, dass wir manchmal dazu neigen, unseren Fokus zu verlieren. Da schaffen wir es aber dadurch, dass wir vom Gründerteam sehr unterschiedlich sind. Also der Paul und ich sind quasi Yin und Yang. Schaffen wir es uns da eigentlich immer wieder einzufangen. Es tun, also nicht zu viel Angst haben, sondern je jünger man ist, desto einfacher ist, weil man im Normalfall am wenigsten zu verlieren hat. Wenn man mal eine Familie hat und dann einen Lebensstil gewohnt ist, wir tun uns alle schwer, unseren Lebensstil wieder runterschrauben, aber wenn man mal in einer WG wohnt und es eh noch mit Minimalkosten ist, ist das eigentlich die beste Zeit. Ich finde, es trauen sich viel zu wenige. Es haben alle viel zu viel Angst, auch zu scheitern und dass es nicht funktioniert. Also ich würde einfach empfehlen, es sich zu trauen.